Hallo, guten Abend. So, unser Thema ist heute der Dativ. Es ist ein bisschen spät, aber ich denke, das wird schon so passen für einige von euch. Ja, und dieses Thema ist ja immer so ganz interessant. Der Dativ hat zwei Gründe im Deutschen. Einmal hängt er ab von den Verben. Das heißt, die Verben regieren den Dativ, wie man so schön sagt. Und dann gibt es auch eben noch die Präpositionen, die auch einen Dativ brauchen. Und vielleicht, um das Ganze mal zu starten, habe ich euch erstmal hier einen Link. Da könnt ihr dann auch noch mal nachgucken. Ja, und dann können wir anfangen. Gucken wir mal, wer schon alles da ist. So, hallo, hallo Morgenjata, Servus. Das ist ein bisschen spät heute, aber ich denke, besser spät als gar nicht. Und ja, dann gucken wir mal, wer alles Lust hat. Hallo, hallo Lulia, Servus, guten Abend. Hallo Karima, guten Abend, wie geht's? Beziehungsweise gute Nacht eigentlich schon fast. So, also wir starten jetzt. Unser Thema ist Dativ. Hallo, Servus, hallo, Harakat, hallo, Servus, guten Abend, hallo, Senabibi, guten Abend. So, heute ist es ein bisschen spät, weil morgen eben auch noch ein Feiertag ist und ich muss einfach mal das Wochenende genießen und morgen wird es dann wieder ein bisschen normaler von der Uhrzeit. Dann, hallo, Meltem, hallo, Fasana, hallo, Dennis, hallo, guten Abend, Servus, guten Abend, wie geht's? Hallo, Bader, Servus, guten Abend. Hallo Ali, Servus, guten Abend. Also ich hoffe, ihr hattet bis jetzt ein gutes Wochenende. Morgen haben wir ja noch einen Feiertag und damit kann man ja auch ein bisschen feiern. Hallo Nico, Servus, guten Abend. Viele Grüße nach Frankfurt und hallo Sania, hallo, Servus, guten Abend. So, eines unserer Lieblingsthemen ist Dativ und das machen wir jetzt. Hallo Tiklit, Servus, dann ein bisschen. Ich muss gleich zur Arbeit. Ich muss mich gleich auf die Arbeit vorbereiten. So rum. Ich muss mich gleich auf die Arbeit vorbereiten, so sagt man das. Morgenjata. Aha. Hallo Adam, Servus, guten Abend, hallo zusammen, Servus, wie geht's? Adam, woher kommst du? Hallo Helen, oh, Helen ist auch mal wieder da. Hallo, guten Abend. So, ja, hier gebe ich euch nochmal den Link zu dem ganzen Thema und dann können wir eigentlich damit anfangen. Also, wir haben im Deutschen so eine ganze Liste von Verben, die immer den Dativ braucht. Und dazu gehören zum Beispiel, also ich lese euch das mal vor, passen, stehen, helfen, gratulieren, es geht, gefallen, gehören, anbieten, schmecken, fehlen, antworten und danken. Und dann gibt es auch noch eine ganze Reihe von Verben, die eben mit beiden stehen. Ja, genau, richtig, super, Ali. Perfekt, genau so. Aha. Jetzt gehe ich mal nochmal zurück zu den anderen Verben. Also wir haben geben, schicken, senden, übergeben, bringen, schenken. Leihen, sagen, mitteilen, erzählen, erklären, nennen und zeigen. Und auf dem Link findet ihr die alle nochmal. Hallo Antikle, guten Abend, Servus, guten Abend. Ja, ich muss mich gleich auf die Arbeit vorbereiten. Ah, super. Was arbeitest du in der Nacht oder was, Morgenjata? Was ist denn das für eine widerliche Uhrzeit? Dann Nusat, hallo, Servus, guten Abend. Hallo Megos, Servus, guten Abend. Ein bisschen spät, aber so. Ah, nach der langen Pause. Ach so, ja. Wann geht's wieder los? Morgen oder was? Oder heute Nacht? Mein Gott, das ist ja, also ist jetzt nicht so eine coole Arbeit, so eine coole Uhrzeit für eine richtige Arbeit. Aha, ich komme aus Äthiopien. Äthiopien schreibt man so. Äthiopien, da fehlt irgendwie was. Also Äthiopien auf Deutsch, die Länder enden meistens mit ien. Das haben wir Italien, Spanien, Syrien, Rumänien, Georgien. Äthiopien, genau, also die meisten Länder enden mit IEN irgendwie, also nicht alle, aber viel, sehr, sehr viele auf Deutsch. Dann hallo, guten Tag, hallo Seid, Servus, hallo Esidi, hallo, guten Abend. Aha, und Lachsen, hallo, Servus, guten Abend. Dann geht es weiter an, nein, ich arbeite ab 8 Uhr, ach so, aber ich muss kurz vor Mitternacht aufstehen. Ach so, okay, alles klar, okay, alles gut. So, das ist kurz nach Mitternacht, ist 6 Uhr, oder? Dann geht's weiter. Hallo, ich komme aus Algerien. Genau, noch ein Land mit IN. Aha. Dann hallo, guten Abend, ich komme aus Guatemala. Hallo, hallo Mariela, guten Abend, buenas tardes. Dann geht's weiter, Linda. Einen wunderschönen Abend, ja, danke schön. Und Helen ist da. Ich muss sehr gut, was? Duch. Was ist Duch? Also da fehlt irgendwie ein Wort duschen, oder was? Duschen? Vielleicht, aber das klingt auch ein bisschen so planlos. Duschen. Aha. Oder Deutsch sprechen, vielleicht. Ja? Hallo Jesse, Servus und Linda, wie geht's Ihnen? Ja, super, es war ein gutes Wochenende bis jetzt. Und selber, Linda. Dann Amade schreibt hier: Hallo, guten Abend und Esidi, wie geht's Ihnen? Ja, super, also einfach immer noch Wochenende. Ja, perfekt.
Also, was soll schlecht sein? So, wir üben jetzt ein bisschen Dativ, wenn ihr Lust habt. Und ja, dann fangen wir einfach damit mal an. Hallo Goodness, hallo Fahad, hallo Shilan, Servus. Ja, mich wundert es immer, wie viele Leute um diese Uhrzeit noch wach sind und wirklich noch Lust haben, Deutsch zu lernen. Das ist echt cool. Aber das Internet produziert bizarre Dinge, würde ich mal sagen. Dann Dankeschön, mir geht's hervorragend. Aha, und Zainab schreibt hier als nächstes, mein Handy ist aus meiner Hand gefallen. Nee, also aus meiner Hand gefallen. Aha. Aus meiner Hand gefallen. Ich hoffe, das ist nicht kaputt gegangen. Oder es ist dir runtergefallen. Runtergefallen. Aha. Runter und gefallen. Aha. Runtergefallen. Es ist dir runtergefallen, Zainab Bibi. Hallo Yemi, guten Abend. Und Naso ist auch da. Also es ist mir runtergefallen mit Dativ, Zainab Bibi. Aha. Dann, es ist schon wieder Montag. Morgen, ich muss morgen arbeiten. Ja, am Dienstag hoffentlich erst. Also ich auch am Dienstag. Noch 2 Tage arbeiten und dann endlich Urlaub. Dann, Margoschata, ich habe gerade einen Unterricht aus dem vom 6. April 2020 angeguckt. Wow, echt so ein Alter. War das ein Live oder was? Und total schlecht. Dann, ich komme aus Tadschikistan. Ah, Adam kommt aus Tadschikistan. Okay, hallo, servus. Wie sagt ihr Salom oder sowas für Hallo? Dann das nächste hier. Was, Walter, bis wie viel Uhr bleiben Sie heute live ohne in? Wie lange bleiben Sie heute live? Oh, keine Ahnung. Ich habe ja gerade eben erst angefangen, Linda. Also mir ist das egal, wie ihr Lust habt. So eine Stunde oder sowas halt. Und dann irgendwann, wenn wir keine Lust mehr haben, dann hören wir auf. Würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. So. Dann geht es mal weiter. Also ich gebe euch hier nochmal den Link. Wer Lust hat, kann sich das Ganze hier angucken. Und dann fangen wir an damit. Also Helen, hier, ich habe eine Frage für Akkusativ und Dativ. Ja, Helen, frag mal. Dann Saida, hallo, guten Abend. Und Fasana schreibt hier, ich brauche, ich habe jetzt Besucher. Aha, sind Sie gerade nach Hause gefahren? Aha, Sie sind gerade nach Hause gefahren. Sie sind nicht eine Frage machen, Fasana. Sie sind gerade nach Hause gefahren. Aha. Hallo LD, servus und hallo Eden, hallo. Dann Morgenschatter, es ist total cool, toll, super. Einfach wohl, echt, wirklich, wirklich, was war denn das Thema damals? Das ist ja schon ein ganzes Jahr her. Also Morgenschatter, das Problem ist so, letztes Jahr, das ist alles cool, aber das war alles so ein bisschen unprofessionell. Lehrer, Jemi, du musst so schreiben, Lehrer, aha, mit H, bitte. Dann Zainab Bibi, mein Handy ist mir runtergefallen, runter, mit R vorne dran. Okay, Zainab Bibi. R. Dann Isidi schreibt hier, ich habe eine Frage, genau, ich habe 2 Monate B1-Prüfung, geben Sie mir bitte einen Tipp, außerdem habe ich getestet, ich bin Kapitel 8 B1 angefangen. Also ja, ich weiß zwar nicht, wo dein Kapitel ist, aber du kannst mal hier, wenn du Lust hast, einen Test runterladen, einen Probetest, dann weißt du ungefähr, wie gut du bist. Dann Hodat schreibt hier, Hodadat, so rum, okay. Dann, hey, guten Abend, Servus. Oder vielleicht eher Yari. Dann Mariella schreibt hier, aha, was ist Servus? Servus ist Hallo und Tschüss. Hallo, Mariella, das ist Hallo. Servus heißt Hallo. Servus heißt Hallo. Das ist in Süddeutschland, okay? Und in Österreich. Hm? Dann Goodness, ich bringe meine Kinder in den Kindergarten. Aha, ich bringe meine Kinder in den Kindergarten. In den Kindergarten. Ich bringe meine Kinder in den Kindergarten. Wohin? Akkusativ. Hallo, Sanobar. Dann angesichts. Das ist wie wegen, Linda. Wegen, faced with. Ha? Dann, ich war gerade auch bei der Arbeit und ich schrieb, dass ich es später angeschaut habe. Oh, cool, ich habe es gemacht. Ja, ein Jahr später. Das ist sehr cool. Dann, ja, aber dann war es ja wenigstens keine Lüge. Und Mariella, danke. Dann, ich denke, morgen ist dort ein Feiertag. Oder, ja, morgen ist ein Feiertag. Also, das heißt Pfingstmontag. Ja, das ist ein Pentecost oder so, LD, falls du Englisch sprichst. Dann Bon Gott auf Französisch. Dann danke, Goodness. Okay, perfekt. Also ich bringe meine Kinder. Meine schreibst du übrigens mit E. Meine. Dann der Unterricht dauerte 2 Stunden und 15 Minuten. Ja. Am Anfang, wir haben das immer viel zu lange gemacht. Also ich glaube, 1 Stunde plus X ist genug.
Dann Linda, ach so, und was bedeutet anlässlich? Das ist auch wegen. Also angesichts ist wie konfrontiert und anlässlich, es gibt einen Grund, ein Fest, eine Party oder so irgendwas. Okay, verstanden? Beide heißen aber wegen. Aha. Und goodness, danke. Okay, dann Linda, anscheinend gibt es heute viele neue Personen hier. Ja, ja, um diese Uhrzeit, glaube ich. Hallo Kikil, servus. Aber das ist vielleicht auch die Uhrzeit, weil es dann in anderen Ländern vielleicht nicht ganz so spät ist oder noch viel später als normalerweise. Dann sein Inhalt ist umfassend. Super, perfekt. Ja, dann war das ja gar nicht so schlecht damals. Das Problem war, ich wusste gar nicht so genau, wie man das macht. Und mit der Kamera, das war auch immer so ein anderes Problem noch. Und dann mit diesen komischen Leuten, weil ich die nicht so einfach blockieren konnte. Dann Savin, hallo, guten Abend. Und Senna Bibi schreibt hier, ich gab dir mein Geld ohne E, aber ein paar Tage später will ich es zurück. So ist es richtig. Also, ich habe dir mein Geld gegeben und in ein paar Tagen möchte ich es zurück. In ein paar Tagen. In ein paar Tagen möchte ich es zurück. Aha. Und goodness, ich bin im Bus, im Bus, im Bus. Wo? Im Bus, Dativ. Dann Helen schreibt hier, wohin und wo, nicht verstanden. Ah, wohin und wo. Helen, welche Sprache sprichst du? Englisch oder Französisch oder was sprichst du denn? Dann, ja, das ist hervorragend. Ja, super, dann ist perfekt. Ha? Dann, das Geschenk gefällt mir sehr gut. Aha. Und wie geht's Ihnen? Ja, super, alles perfekt. Savin, alles cool. Dann, was bedeutet anhand? Das ist wie mit Hilfe. Also das ist wie eine Hand und anhand eines Beispiels, also mit Hilfe eines Beispiels. Verstanden, Linda? Also zum Beispiel anhand eines Beispiels erkläre ich dir das. Dann also vom Modalverben bis zu ganz komplizierten Sätzen. Ja, das Problem ist, wenn man das so kompliziert manchmal erklärt, dann gibt es nicht so viele Zuschauer, weil die Leute das nicht mögen. Aber wir können jetzt auch komplizierte Dinge üben. Dann hallo Jamilo, servus oder Jamilo, Halimo oder so. Hallo, servus. Dann goodness, Englisch, okay. Also, ich erkläre es euch gleich. Dann Albara schreibt hier, grüezi, hallo, servus, hallo Albara, ich bin zu spät gekommen, ja, ich auch. Dann, ich spreche Englisch. Also, dann erkläre ich das mal nochmal auf Englisch. Hallo Munir, servus. Aha, ich bleibe immer zu Hause, weil ich Corona habe, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich fahre nächste Woche hoffentlich in Urlaub. Und Shams schreibt hier, ich heiße Shams, ich komme aus Österreich. Hallo Shams. Dann kommt hier, ach so, und Fasana, gehört dir dieses Buch, genau. Dann nochmal, guten Morgen, Victoria. Okay, nicht mehr. Dann hallo, servus, IT-Informatiker. Ja, coole Videos gemacht. Aha. So, also jetzt nochmal. In Englisch, like, if you have a place, wo, okay? If you go somewhere, it's wohin. Wohin means like you go to another place, to where, okay? And then you use the accusative. If you move, wohin. If you don't move, if it's a place, it's wo, okay? Dative. So, in die Schule, in der Schule, in den Bus, im Zimmer, wo, und in das Zimmer, also ins Zimmer. Verstanden? Did you get it in English? Okay. Dann, was bedeutet Dank, thanks to? Das ist wie Danke ungefähr, Linda. Mhm. Dann, schön, dass du da bist. Dankeschön, kein Problem. Und dann das nächste hier. Aber die Leute waren so fleißig und sie haben alles so genau erklärt, fast alles geschrieben. Ja, ja, ja. Und dann bin ich irgendwann immer fauler und fauler geworden, Margoschata. Dann morgen ist Viktoriatag in Kanada. Aber ich denke, in Deutschland ist das der zweite Feiertag. Ja, genau, das ist der zweite Feiertag von Pfingsten, kein Viktoriatag bei uns. Aha. Und Manial, hallo, servus, guten Abend. Und dann, ja, immer tolle Videos. Dankeschön. Und Savin, machen Sie einen Urlaub? Spanien oder Portugal, Savin. Aber am Ende der Woche. Ich hoffe, außer ich habe ein Corona-Problem. Dann das nächste. Hier Helen, dankeschön. Und James schreibt hier, ich werde meine Freunde treffen. Ich werde sie treffen. Treffen? Ich werde sie treffen, das ist Futur. Ich werde sie treffen. Albara, aha. Was ist das da? Im Hallenbad. Hallenbad. Also dann muss ich, glaube ich, jetzt wieder mehr schreiben.
Dann deutsche Sprache schreibt mir, hallo, hallo, ich bin in B1 und du hast mich, du hast mir viel geholfen. Oh cool, das ist jetzt super. Woher kommst du, aus welchem Land bist du? Dann kommt IT-Informatiker, ich beantworte meiner Frau ihre Frage. Genau, perfekt. Dann Amaniel schreibt hier als nächstes, hier, ich muss morgen meine Schwester in der Stadt treffen. Aha. Und Alvara schreibt, ich danke dir für die Erklärung. Aha. Ich bedanke mich bei. Blabla. Okay, dann kommt als nächstes hier. Aha. Also, es würde ich nicht sagen, ich kenne niemanden, der so fleißig ist wie sie. Aha. Ja, das Problem ist halt immer, wenn zu viele Leute schreiben, dann kann ich nicht alles tippen. Dann schaffe ich das von der Zeit her gar nicht mehr. Dankeschön übrigens. Dann, wie geht es Ihnen? Aha, Fasana, genau, danke, mir geht es gut. Perfekt. Linda, hat nach Dank gefragt. Dank Ihnen sind wir besser mit Deutsch vorwärts gekommen. Ah, du kannst auch sagen, dank Ihnen haben wir Fortschritte gemacht. Schreib doch so, haben wir Fortschritte gemacht. Also, on a fait les progrès, Fortschritte gemacht. Haben wir Fortschritte gemacht. So klingt besser. Klingt es besser. Dann hypnotisiert. Da verstehst du das. Haben Sie eigentlich Instagram? Ja, ja, das ist das Gleiche, aber ohne Punkt. Longua.org, ohne Punkt, Jesse. Dann Saida schreibt hier, ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub, aber ich benutze das nicht so oft. Das ist nur so just for fun, okay? Dann Savin, Herr Lehrer, ich schlafe um 3 Uhr bis 4 Uhr. Ich schlafe von 3 Uhr bis 4 Uhr. Von bis, was nur von 3 Uhr bis 4 Uhr, mein Gott. Dann Munir, ich glaube, das ist wie Dankeschön. Ah, genau, super, genau, das ist Dankeschön. Aha. Dann kommt hier, ich würde dir gerne immer folgen, aber ich habe nicht genug Zeit. Super, aha, das ist einfach Deutsch. Aha. Jetzt haben wir die deutsche Sprache und einfach Deutsch. Mhm. Dann, ich schicke Herrn Alex viele Blumen, danke sehr. Aha. Ich schlafe jetzt nicht, aha. Oder ich kann jetzt nicht schlafen. Dann, darf ich noch eine Frage zum Unterricht von Sarah? Ja, natürlich, klar, frag mal. Dann Adi schreibt als nächstes. Hallo, servus. Dann hier, die Frau bestellt dem Polizisten, sie stellt, nicht bestellt. Den Polizisten kannst du ja nicht bestellen. Aha. Dann hier, was ist das No Limit schreibt hier? Hier. Was kann man, wem kann man etwas schenken? Nein, was können Sie 1, 2, 3, 4, 5 auf Kurdisch sagen? Oh nee, das überfordert mich, glaube ich. Ek, dui, tri, se. Und dann hört es auf irgendwie. Dann habe ich irgendwie vergessen. Dann kann ich sie, aber dann habe ich alle vergessen. Dash oder sowas ist 10, oder? Dann können Sie zusehen. Aha. Dann kommt das nächste. Hallo Nurcan, servus. Schön, Sie zu sehen. Dankeschön. Und Masuki, hallo, servus. Und Linda schreibt hier, aha, danke schön. Und Eden schreibt hier, hier, ich habe eine Frage, bitte helfen Sie mit Relativsätzen. Ja, Eden, dann frag mal, schreib mal einen Relativsatz. Dann sagen, sagen Sie auf Englisch, 1, 2, 3. Was ist denn das für ein Käse? Dann das nächste hier. Der Sohn ähnelt seinem Bruder. Super, aber mit U. Hallo, Anja. Dann geht's weiter hier. Aha, Herr Alex, erklären, super, ich verstehe so schnell. Oh, cool, danke schön, dann ist gut. Dann geht's weiter, Kicke. Seit ich deinen Kanal gefunden habe, übe ich ständig, ohne den. Und du sagst deinen. Oh mein Gott, heute habe ich zu viel geplappert. Dann einen wunderschönen Abend. Hallo Lina, servus. Dann was? Sie haben vergessen, 1, 2, 3, 4, 5 zu sagen. Ja, ich habe die Hälfte gerade gesagt, dann hört es nämlich auf. Dann das nächste, guten Abend. Hallo Bimi. Und Jams schreibt hier, ich komme in 20 Minuten zu dir. Ja, genau, perfekt. Aha. Dann der Polizist befiehlt, dem Dieb stehen zu bleiben. Ja, genau, super. Aha. Und hier Mutwakil, hallo, servus, ich komme aus dem Sudan, willkommen. Und verlangt mit Dativ,
Also ich verlange es Akkusativ, Masuki. Akkusativ. Aber guck mal, hier ist die Liste für Akkusativ und Dativ. Okay, da kannst du mal nochmal nachgucken. Dann kommt hier als nächstes Mangiata. Ich würde gerne wissen, ob der Satz, würden Sie mir bitte das Salz reichen? Würden Sie mir bitte, nein, nein, ohne Komma. Ohne Komma, Mangiata. Dann Munir, Dankeschön. Aha. Und Hallihallo. Also, was ist das da? Hallo, No Limit. Dann Albada. Aha. Ich komme auch aus dem Sudan. Ah, gleich zweimal Sudan. Okay, das ist sehr gut. Dann neue Freunde gefunden. Dann geht es hier weiter. Mhm. Hallo und Bimi. Warum nicht viele Likes? Ja, warum gibt es heute nicht so viele Likes? Könnt ihr mal Like machen, bitte? Vielleicht, weil es nicht so viele Leute gibt. Dann, Nurjan, wie geht's? Okay, dann kommt als nächstes hier Munir. Was ist der Unterschied zwischen Dankeschön und Dank? Keine Ahnung, ich schreibe immer zwei Wörter, aber vielleicht der Computer macht ein Wort oder so. Aber ich mache immer mit zwei Wörtern. Vielleicht gibt es eine neue und eine alte Version. Weil ich benutze definitiv immer die alte, wenn es eine gibt. Dann Amaniel schreibt hier als nächstes, können Sie mich tagsüber unter der Telefonnummer erreichen? Sie können mich umdrehen. Sie können mich, dreh mal um, Amaniel. Dann Linda, aha, wie geht's? Aha, und genau, wie geht's euch allen? Dann vielen Dank. Aha, dann hallo, guten Abend, hallo, servus, was ist denn das da? Hallo, Uten, okay, hallo. Dann kommt der nächste Sabin, bitte liken. Ja, könnt ihr das mal bitte machen. Dann, meine Nachbarin droht ihrem Mann mit der Scheidung. Ja, das hatten wir auf der anderen Seite letzte Woche. Und ein großes Geschrei. Dann wissen Sie, Lehrer, bei uns ist Ihr Kanal fünfmal subscribe. Echt? Cool. Wow. Super. Aha. Bei uns, Ihr Kanal. Wir haben uns fünfmal auf dem Kanal angemeldet. Wow, super. Dankeschön. Aha. Dann kommt Lena als nächstes. Was geht ab? Was ist denn das hier? Dann hier, ich habe seit langem darüber nachgedacht. Nee, also das ist Englisch, glaube ich. Das Komma steht auf Englisch, nicht auf Deutsch. Ich glaube, da kommt der Fehler her. Vielleicht auf Polnisch auch, aber macht ihr auf Polnisch da Kommas oder nicht? Dann vor allem, nee, von allem ein bisschen. Ja, genau, aber bisschen. Bisschen, ja, genau, Albara. Mhm. Ein bisschen. Ja, das ist doch gut. Das ist viel besser, wenn alle Leute aus unterschiedlichen Ländern kommen. Ist viel lustiger. Dann Linda schreibt hier als nächstes, No Limit, mir geht's super, Dankeschön. Aha. Und hier, ich schlafe, aber meine Hände schreiben. Super. Jesse, bist du noch da? Wenn du noch da bist, wie schreibst du Dankeschön? Ein Wort oder zwei Wörter? Dann kommt als nächstes IT-Informatiker, ich bedanke mich bei Ihnen im Voraus über die zügige Antwort. Ja, genau, perfekt. Dann, ich lasse es nicht nach, ich lasse nicht nach, ohne S, das S muss weg. Aha, S weg, okay. Und dann geht's weiter hier. Ich bin heute um 14 Uhr aufgestanden. Ja, ich um 11. Dann, hallo, ich komme aus Syrien. Hallo, servus, und wie heißt du? Ich kann das leider nicht lesen, das ist interessant und lang. Dann, Musa, hallo, servus. Was ist denn das hier? Dann Nebelscheinwerfer, das sind die großen Lichter, also Le Phare, also die großen, wie sagt man das denn? Es gibt kleine und große Lichter im Auto vorne. Dann hallo Georgie, aber ich bin kein so perfekter Mechaniker. Dann Linda, richtig gut, genau. Dann kommt der nächste hier, hallo. Der Mann, den ich zum Abendessen gegangen hatte, war was? Der Mann, der nicht zum Abendessen gegangen ist, war tot. Na, was ist denn das für ein Satz? Dann hast du WhatsApp? Ja, aber nicht hier. Telefonnummern dürfen wir hier leider nicht geben, weil sonst rufen immer irgendwelche Verrückten an. Das ist gefährlich, also keine Telefonnummern schreiben. Dann, wir müssen ihm schnell weit entgegenkommen. Aha. Dann, heute bin ich in Begleitung der Freunde ans Meer gegangen. Wow, super, Marvin. Aha. Dann lass es dir schmecken, genau. Dann kommt Kekel. Aha. Sagen Sie einfach Bescheid, wenn du es schicken kannst. Sagen Sie mir einfach Bescheid, wenn Sie es mir schicken können. Aha. Dann mein Lehrer, wie war Ihr Tag heute? Ja, der Tag war super. Ein bisschen faul, aber total gemütlich. Dann
Margot Schatter, hier, ich lasse es, ich lasse nicht so einfach nach, ja, jetzt ist es perfekt, aha, dann No Limit, aha, das war ein, das ist gut, genau, dann sehr gut, okay, dann ja, gibt es immer komische Nachbarinnen, aha, ja, immer, in jedem Haus, also das hatte ich in jeder Wohnung, es gibt immer komische Nachbarinnen. Dann, was bedeutet Selbstdiagnose? Ah, du willst selber entscheiden, welche Krankheit du hast, also so wie selber herausfinden. Nein, also Georgi, das geht leider nicht, kann man hier leider nicht machen. Aha. Dann Pasquale schreibt hier, hallo, Diagnose selbst. Ja, genau, richtig. Dann Linda, Herr Alex, Sie sind heute sehr aktiv. Aha. Um wie viel Uhr sind Sie heute? Spät, 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 spät. Dann Nimco, und vor allem am Nachmittag geschlafen in der Sonne. Dann Nimco, hallo, servus. Das ist der Normalzustand eigentlich, wenn ich nicht zu viel arbeite. Dann, welches Auto gefällt dir besser? Das Rote oder das Schwarze? Das Rote oder das Schwarze? Dann kommt Alvara. Ich habe meiner Freundin zum Geburtstag ein Geschenk geschickt. Geschickt. Aha. Hallo Sita. Und Bimi schreibt hier, hallo. Und Linda, Georgi, das ist überhaupt, hast du es verstanden? Ja. Ja, das geht überhaupt nicht. Ja, ja, ich habe es auch gerade entfernt. Linda, kein Problem. Dann Alvara. Ich habe meine Freundin zum Geburtstag ein Geschenk geschickt. Aha. Geschickt oder gesendet, nicht gesunden, gesendet. Aha. Und Amanial schreibt hier, es würde mich freuen, wenn du mir schnell eine Antwort geben würdest. Dann kommt Bimi, hallo. Und Margot Schatter, aha, mit keiner Ziege wohnt. Was? Was ist das? Dann Pasquale, hallo, servus Pasquale, woher kommst du? Aus Italien, oder? Dann geht's weiter hier. Ich lasse mich impfen. Ich lasse mich impfen. Fasana, so schreibt man das. Mhm. Dann kommt No Limit. Aha, was ist das da? Ah ja, Pasquale kommt aus Italien. Das ist super. Hallo Richard, servus oder Richard. Dann geht's weiter hier. Senna Bibi, ja wirklich, Lehrer. Ich habe Ihren Kanalname meiner Schwester gegeben. Oh, super, gegeben. Gegeben und meiner Cousine gegeben. Super, gegeben. Ja, das ist ja total nett. Danke. Super, Senna Bibi. Aha. Genau, und Sie haben sich angemeldet. Das ist ja cool. Und Cousine schreibst du so. Cousine mit U. Q, nicht Co. Ja, dann super, cool. Italien ist super. Dann kommt der nächste Nimco. Wie geht's? Ja, super. Heute ist Wochenende, also es ist perfekt. Dann Randa, hallo, gute Nacht. Und Musa schreibt hier, was bedeutet Nebelschlussleuchte? Ah, das ist das rote Licht hinten. Es gibt nur eines beim Auto, okay? Wenn es Nebel gibt. Nebel ist sind diese Wolken. Aha, dann kommt Kekel als nächstes. Aha, ich schicke dir noch einmal. Ich schicke es dir, Kekel. Ich schicke es dir. Hallo, Gülistan. Ich schicke es dir. Ich schicke es dir. Dann kommt als nächstes hier die Polizeiwagen folgt dem Jeep des Diebs. Des Diebs. Also du hast etwas Komisches geschrieben, IT-Informatiker. Des Diebs. Des Diebes, schreibt es mal so. Also folgt dem Auto des bla bla bla. Dann nach meinem Empfinden solltet ihr euch freuen, dass eure Nachbarin mit einer Ziege wohnt. Ja, kann man so sagen. Dann, was ist der Unterschied zwischen komisch und seltsam? Nein, das ist dasselbe, IT-Informatiker. Das ist eigentlich dasselbe. Ja, dann des Diebs. Und schreibt doch den Satz nochmal, IT-Informatiker. Dann kommt nochmal hier. Hallo, wie geht's? Hallo, Josef und Kekel. Ich schicke es dir noch einmal. Ja, perfekt, Kekel. So ist ganz richtig. Aha. Es dir. Mhm. Es dir. Dann No Limit schreibt hier, mit welchem Verb kombiniert man, also zum Beispiel stellen, ja genau, eine Diagnose stellen, aha, eine Diagnose stellen kann man sagen. Mhm. Dann man sollte positiv sein, ja genau, richtig. Dann geht's weiter hier, Fasana, ich habe meiner Freundin zum Geburtstag gratuliert, genau.
dann was ist das richtige Verb mit diesem Satz? Ein Beitrag A zu etwas leisten, Munir. Leisten, leisten. Leisten ist ein bisschen ein blödes Verb, weil das irgendwie nicht, das hat super viele verschiedene Bedeutungen, aber nicht nur eine spezielle sozusagen. Dann, hallo Miriam, Servus, und Ahmed schreibt hier als nächstes, es gibt manche Leute, die nicht wissen, dass die anderen von ihnen wissen, dass sie nur profitieren. Ja, glaube ich auch. So kann man das auch sagen. Dann, der Polizeiwagen folgt dem Auto des Diebes. Dem Auto des Diebes, IT-Informatiker, dem Auto des Diebes. Unser Mann schreibt als nächstes, hallo, ich bin von Montag bis Freitag in Berlin gewesen. Super. Dann, Herr Lehrer, was bedeutet raschen? Rasch ist schnell, rasch. Rasch. Linda, ohne EN, das ist schnell, schnell, rasch, schnell. Ja, dann, es geht mir super, wenn der Lehrer eine englische Erklärung benutzt hätte. Aha. Also es wäre, es würde mir gut gehen, wenn, bla bla bla. Dann bringen Sie sich Deutsch sprechen bei. Aha. Was? Bringen Sie sich Deutsch sprechen bei? Okay, kann man so sagen. Oder unterrichten Sie Deutsch, lernen Sie Deutsch. Dann, warum geht es euch einfach nach Hause? So ist richtig. Warum geht ihr nicht einfach nach Hause? Warum geht ihr nicht einfach nach Hause? Warum geht ihr nicht einfach nach Hause? Hallo Ramesan. Und dann, macht ihr keine Sorge, ich glaube dir. Ja, genau. Dann raschen und rascheln. Rascheln ist, rasch heißt schnell. Rasch ist schnell. Rasch, schnell. Und rascheln ist so dieses Geräusch von einem Papier zum Beispiel. Aha. Dann, Fasana, wem gehört dieses Auto? Super. Und Linda, aha, danke schön. Und dann, ich spreche kein Deutsch, bitte. Was? Ich spreche. Ja, dann musst du lernen, Nimko. Das kommt schon. Dann kommt als nächstes hier Linda. Und was bedeutet bevorstehend? Als nächstes, das ist wie nächste oder kommt bald oder sowas. Aha. Dann Linda. Was ist das da? Betriebsversammlung. Ah, das ist eine Versammlung, viele Leute zusammen von einer Firma. Dann, ich komme von der Schule. Aus der Schule ist besser. Aus der Schule, von der Schule, sag mal, okay. Dann, Saul schreibt hier, hallo, servus, Lehrer, nicht Lehrerin, Lehrer. Ja, Lehrerin ist für Frau, Lehrer ist für Mann. Dann, Musa schreibt als nächstes, was bedeutet Stütgut? Ah, gestüt, oder? Stückgut oder gestüt? Also irgendwie ist das komisch, Musa. Also gestüt ist für Pferde und Stückgut ist ein Stück oder so. Dann, der Polizeiwagen folgt dem Auto des Diebes. Jetzt ist super, IT-Informatiker, super. Dann Alvara. Mit ein bisschen Erholung kann man einfach Arbeit haben. Aha, genau richtig. Was? Kann man einfacher arbeiten. Dann kommt Nimco als nächstes. Aha, danke schön. Einfach mit uns mitmachen. Dann kommt als nächstes Lina. Aha, danke. Und Margojata. Ah, schon am 6. April 2020 sagte man, was ist denn das da? Das ist ein Deutschkurs, nicht eine politische Veranstaltung raus. Ja, da gab es auch noch mehr von denen, weil jetzt habe ich so viele blockiert, Margojata. Da habe ich ganz viele schon rausgeschmissen. Dann hier, er kann bis den Dativ nicht, bitte helft ihr. Ah, genau, helft ihm, helft ihm, helft ihm, falls einer ihm, am Schluss muss ein ihm stehen. Dann, ich gratuliere Herrn Alex zu den 70 Likes. Ja, die 70 Likes haben wir gleich, 69 haben wir jetzt. Dann kommt Munia als nächstes. Die Kollegin die Kollegin, die in Rente gegangen ist, hat einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unserer Firma geleistet. Genau. Aber sag mal besser in Rente, ohne die, dass die einfach wegmachen. Okay? Dann kommt IT-Informatiker. Ist dieser Porsche? Nee, gehört dieser Porsche Herrn Alex? Leider nicht. Dann Hamilo schreibt hier, Halimo, Servus, hallo zusammen, guten Abend, Halimo, oder Yunis wahrscheinlich, dann Margojata, aha, genau,
Und dann nimmt er, Herr Alex, wo ist der Kaffee? Hier ist der Kaffee, aber das ist heute kein Kaffee, sondern einfach nur ein Tee. Dann Mutwakil schreibt hier, hallo, servus. Dann Marwin, hier, ich gehe, was, ich mag Ihre große rote Tasse. Das ist eine Tasse, kein Glas, das ist eine Tasse. Mhm. Dankeschön. Und als nächstes kommt Kekel, geben Sie mir eine Nummer, ich sende sie dir. Was? Okay, geben Sie mir Ihre Nummer, ich schicke es Ihnen. Aha, oder ich sende es Ihnen. Geben Sie mir Ihre Nummer. Dann nicht vergiss, Tee zu trinken. Vergiss nicht, Tee zu trinken. Nein, nein, ich trinke schon. Keine Angst. Dann gratulieren zu. Genau. Mhm. Dann Jamilo, Halimo, servus. Mhm. Dann geht's weiter hier. Hier schreibt IT-Informatiker. Was war denn das gerade? Dann, meine Nachbarn rascheln ab und zu, aber sie halten sich an die Regeln. Was rascheln? Das ist komisch. Rascheln ist ja wie so ein Papier. Dann, Saman schreibt hier, ich habe meine Kinder seit Beginn des Krieges nicht gesehen. Oh Gott, das war ja hoffentlich nur ein Beispiel des Krieges. Aha. Dann kommt Munir als nächstes. Hier, ich esse jetzt Chips. Und Munir, ich schreibe auch gerade, ich schreibe auch gerade Tee. Ich trinke auch gerade Tee, oder? Ich schreibe einen Satz und ich trinke Tee. Also anstatt jedes Mal zu fragen, was ein Wort bedeutet oder ein anderes Wort, wäre es gut, es im Internet zu suchen. Naja, das passt schon. Jetzt gibt es eh nicht so viele Leute hier. Dann eigentlich, wie ist der, die, das? Der Whisky. No limit. Dann kommt Hassan als nächstes. Hallo, was sind Sie? Sind die häufigsten Fehler bei der Aussprache? Puh, das kommt darauf an, woher du kommst, Hassan. Das kommt drauf, ein bisschen so auf die Muttersprache drauf an, was du sprichst. Das kann man nicht so sagen generell, weil jede Nationalität oder jede Muttersprache macht das anders falsch irgendwie. Dann, was ist der Unterschied zwischen noch wie vor und immer noch zwischen noch? Noch wie vor gibt es nicht. Immer noch ist still oder sowas. Dann Linda, ich trinke am liebsten Cola. Aha, und IT-Informatiker, ich schicke dir die rote Tasse per DHL. Per oder mit DHL, ja, genau. Dann Pasquale, es wäre besser, genau, richtig, das war Pasquale. Dann Ariane schreibt hier, hallo, servus und Munir, ich trinke, nicht ich schreibe. Ja, genau, ich trinke Tee, ich schreibe einen Text. Also mit DHL oder per DHL, okay? Aber nicht bei. Ich schicke es bei DHL weg. Dann kommt Albara als nächstes. Ich brauche ein Thema über Konjunktiv 2. Okay, das ist jetzt ein bisschen anderes Thema. Ich gebe dir mal einen Link, dann kannst du da mal nachschauen. Also gehst du mal dahin, Downloads, PHP. Und dann Hashtag Deutsch. Und da findest du alles. Da kannst du einfach nachgucken. Moment, was ist das da hier? Da kam gerade etwas Komisches. So, da findest du das. Dann kommt als nächstes Saman. Sie fahren mit dem Bus. Ja, genau, aber mit dem Bus. Ha? Dann No Limit. Chips, Cola, um 14 Uhr aufzustehen. Das ist die beste Diät. Ja, genau. Es ist ein gemütliches Wochenende, würde ich sagen. Dann Linda, Herr Alex. Um wie viel Uhr werden Sie morgen aufstehen? Ja, nicht so früh, würde ich mal sagen. Schätze ich mal, wenn mich die Sonne weckt. Dann Linda, haha, das ist, damit ich dick werde. Ja, super. Dann kommt als nächstes Muster. Aha. Was bedeutet führen? Aha. Also wie Lead oder Guide oder so etwas. Aha. Du bist der Chef, Muster. Okay? Dann, oder ein Touristenführer, sagt man doch auch. Ein Guide. Dann hier, mach doch Urlaub, damit es, das wird dir gut tun. Es wird dir gut tun. Ja, genau, das sehe ich nämlich auch so. Deswegen muss ich das ja auch machen. Dann, Dankeschön, kein Problem, Albara, alles gut. Ja, dann kommt der nächste oder die nächste. Also, wir schreiben wieder Sätze mit Dativ. Ihr könnt auch noch die Präpositionen benutzen, wenn ihr Lust habt. Okay, das ist nochmal der Ausbau mit nach Seite von zu. Mit einem Dativ hinten dran. Dann kommt Fasana als nächstes. Meine Tochter hat den ganzen Tag mit ihrer Freundin
draußen gespielt, ohne im, im muss weg. Am Abend sagt sie, ihr Körper tut ihr weh. Sagt sie, ihr Körper tut ihr weh. So. Also der hintere Teil des Satzes war seiner. Dann sieht es besser aus. Dann würde ich mal vorschlagen, machen wir gleich nochmal weiter hier. Okay, was ist das? So, jetzt kommt das nächste, Linda. Aha, ich glaube, dass No Limit schläft, während sie schreibt. Ich glaube, No Limit ist eine Sie. Dann geht's weiter hier. Nurcan, sagen Sie mal, welche Fehler machen Türken am meisten mit Z? Also, kennst du das? Zurück. Kann man sofort immer erkennen, ob das Türkisch ist oder nicht. S und Z, das ist immer so ein Problem, weil auf Türkisch, wenn du ein Z hast, du sagst Z und auf Deutsch ist es halt ein Z, Pizza oder so etwas. Typischer Fehler. Und das ist der schlimmste von allen, glaube ich. Und dann sprechen sie meistens ohne Artikel, aber das ist nochmal so ein anderes Thema, das ist eher Grammatik. Dann für Wayne schreibt hier als nächstes, hallo, danke, dass sie mir geholfen haben, kein Problem, aha, dass sie mir geholfen haben oder dass sie mir helfen. Was ist der Unterschied zwischen nutzen und nützen? Das ist mehr so Dialekt oder so etwas. Und benutzen ist to use. Also benutzen ist ein bisschen anders, aber nützen und nutzen ist das Gleiche. Mach doch mal einen Beispielsatz, IT-Informatiker. Zum Beispiel, ich benutze den Computer und ich nutze eine Ressource oder so. Dann mindestens 150 Kilo. Wenn du nicht zunimmst, hast du keine Chance, um die Prüfung zu bestehen. Ich bin Dann Kickel, schick es zu oder ohne zu mir, Kickel, so. Dann Linda, ja, das glaube ich auch. Dann Mutwa Kiel schreibt hier als nächstes, wir sind in unserem Garten, ja, perfekt. Und Nurcan, genau. Ja, so. Hallo Bartek, was? Ja, da gebe ich Ihnen recht, hallo, servus. Hallo, wie geht's? Dann kommt der nächste hier. Ich hoffe, dass nach der langen Pause mein Auto nach der langen Pause pannenlos zur Arbeit fahren wird, in ein paar Stunden zur Arbeit fahren wird. Tja, und wenn nicht, hast du noch einen Tag Urlaub. Dann kommt Saman als nächstes. Ich helfe ihm so viel, obwohl ich krank bin. Aha. Und Ahmed schreibt er als nächstes, angesichts der steigenden Arbeitslosenzahlen muss die Politik dringend eine Lösung finden. Ja, aber nicht unbedingt eine grüne. Dann Janocan, genau, und Albara. Wenn ich dein Thema sehe, verbessere ich meine deutsche Sprache. Genau, verbessere mit E hinten dran, Albara, da fehlt ein E. Aha. Dann kommt als nächstes hier, ich bin 80 Kilo, nein, ich wiege, nicht ich bin No Limit, du bist doch kein Kilo, ich wiege 80 Kilo. Genau, und dann Halimo schreibt hier als nächstes, ich trinke gerne Wasser, ich trinke nicht gerne Tee. Ja genau, perfekt. Aha. Und Bartek, kann man etwas zu jemandem schicken? Ja, zu jemandem schicken oder an jemanden klingt besser, Bartek. Ich schicke ihn zu dir, den Brief, aber normalerweise sagt man, ich schicke dir etwas oder ich schicke etwas an dich. Aber das ist schon gut. Aha. Dann Linda, nein, Spaß. Dann, was ist das da hier? Ich muss ins Bett. Gute Nacht. Tschüss, IT-Informatiker. Servus, viele Grüße nach Oldenburg. Dann geht's weiter hier. Ich habe Probleme mit S. Ich denke, ich habe immer wieder Fehler. Ich mache immer wieder Fehler. Ja, das ist kein Problem. Das können wir mal morgen so einen ganzen Chat machen zum Thema S, wenn du willst. Und es gibt irgendwo ein Video zu S, aber ich bin nicht ganz sicher, wo das ist. Ich muss das erstmal finden. Okay, das kann ich auch irgendwann mal posten. Dann Fasana, bitte hören Sie mir zu. Ich wiederhole die Dativ-Hausaufgabe. Aha, genau. Dann haha. Dann super positiv denken, ja genau. Dann kommt Linda als nächstes. Herr Alex, ist kraftlos geworden? Nein, eigentlich nicht. Es ist 1.16 Uhr und ich bin immer noch nicht ganz kraftlos. Dann, wenn ich dein Thema sehe, verbessere ich
meine deutsche Sprache, meine deutsche Sprache, meine. Okay, dann schreibt hier Doris, hallo, servus, guten Abend. So, jetzt gebe ich euch mal nochmal den Link, dann könnt ihr die ganzen Dativ-Sachen da nochmal nachgucken und ich trinke einen Schluck. So. Mhm. Dann geht's weiter hier. Kommt der nächste. Hier, muss er. Ist unter Belastung wie, nein, unter Belastung ist so, wenn man gestresst ist, ist es mehr so Stress. Hallo Savin, hi. Dann, das ist mehr bei Stress. Also unter Belastung ist es so ähnlich wie, wenn du gestresst bist, wenn du Stress hast. Okay, so in der Richtung klingt das. Okay, so, dann machen wir doch gleich mal weiter hier. Kommt der nächste. Adriana schreibt hier, hallo, servus, viele Grüße aus Mexiko, hallo, das ist mein erster Tag hier bei euch, ja, das ist super. Also normalerweise, Adriana, sind wir ein bisschen früher dran, aber heute ist Wochenende und deswegen ist es ein bisschen später. Normalerweise musst du so gegen 10 Uhr deutsche Zeit mitmachen, da ein Kickel. Trinkst du auch einen Tee? Ja, ja, Nurjan, ja, ja, Tee heute, kein Kaffee mehr, weil sonst geht wirklich gar nichts mehr mit Schlafen heute Nacht. Dann Albara, wenn ich dein Thema sehe, verbessere ich meine deutsche Sprache. Wow, super, das Erz ist gut, Albara. Ha? Dann, welche Schule arbeiten Sie? In welcher Schule? Ah, das ist eine private Schule in München, Sabin. Ha? Dann Genet, gute Nacht, mein lieber Lehrer. Ha? Dann und die anderen, tschüss Genet, servus. Dann kommt No Limit. Aha, ja, Linda, mein Körper schläft, aber meine Hände sind ganz anders. Sie haben ihr eigenes Gehirn. Ja, das ist super. Dann kommt Bartek. Aha, es ist leider so, dass man einen sofortigen Urlaub machen kann. Aha, es ist leider nicht so. Ja, genau, einen spontanen Urlaub machen kann. Wegen der kaputten Auto muss man da trotzdem zur Arbeit gehen. Sonst kriegt man, ja, genau. Eine was? Eine dispiläre, was ist das, sofortige Wirkung, nämlich die Kündigung. Ja, genau. Ja, oder du sagst, oh, mein Auto ist kaputt, ich kann nicht kommen. Wenn der Chef nett ist, dann ist es egal. Dann der Mann, dem ich einen Finderlohn geschickt habe, hat dem Fundbüro mein verlorenes Portemonnaie abgegeben. Aha. Und hier. Hier, ich habe, das habe ich genau gewusst. Dann, ich bilde mir ein, dass ich noch einen Tag Urlaub habe. Eine Mischung aus mit dem heutigen und dem früheren Unterricht. Ah, das könnte sein. Ja, ich bilde mir ein, dass ich noch einen blablabla Unterricht habe. Ja, das könnte sein. Dann freut mich auf oder über beides. Auf und über. Auf jetzt, übermorgen, Albara. Dann Nurjan, ja, original, original Tee. Ja, genau. Was? Kikik Chai. Was ist denn das da? Ha? Chai ist Tee. Das habe ich verstanden. Mehr habe ich nicht verstanden. Dann, wenn ich sie sehe, dann muss ich auch irgendwie unbedingt einen Tee trinken. Ja, ja, genau. Das ist ansteckend. Dann, Jesse, verdient man eigentlich als Lehrer auf einer Privatschule besser? Nein, 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 schlechter. Jesse, normalerweise verdient man schlechter, aber das ist lustiger. Dann, meine Schule heißt Südstädtische Schule Pforzheim. Ah, okay, aber das ist eine normale Schule von der Stadt. Dann, Herr Alex, wie alt ist die Pflanze? Die da, oh, die ist echt alt. Ich glaube, die ist Minimum 20 Jahre alt, würde ich mal sagen. Aha. Dann, Afiat Olsun heißt guten Appetit, ich trinke Kamillentee. Kamillentee, Kamillentee, Kamillentee. Aha. Hey, kleine Frage, Jesse, sagst du Dankeschön als ein oder schreibst du Dankeschön als ein oder als zwei Wörter? Das war vorhin so eine Frage. Dann kommt als nächstes, doch Bartek, man könnte viermal in einem Jahr so einen sofortigen Urlaub fordern. Ah, echt? Dann hier, danke, Sie sind ein guter Lehrer. Dankeschön, Saman, und fordern. Ja, genau. Hallo, Nurkis, hallo, servus. Dann, hallo, machen Sie Online-Kurs? Ja, aber im Moment nicht, weil ich bald in Urlaub fahre. Aber ich kann dir einen super Lehrer organisieren. Was brauchst du denn für ein Level? Dann, Ariane schreibt hier, danke Ihnen für Ihre Antwort. Aha, dann kommt Monir. Was bedeutet selbstbewusst? Das ist conscient de soi-même. Mhm. Selbstbewusst. Aha. Verstanden?
Dann Ahmed schreibt hier als nächstes: Entschuldigung, Herr Alex, ich hätte eine Frage. Könnten Sie mir klar machen oder erklären, was der Unterschied zwischen Maschinenbau und Fahrzeugtechnik ist? Oh ja, Maschinenbau ist ein Studium generell für Maschinen- und Fahrzeugtechnik. Das ist für Autos. Aber ich bin gar kein Spezialist von sowas. Sorry, viel besser kann ich das nicht erklären, Ahmed. Also Maschinenbau ist generell alle Maschinen und Fahrzeug, das ist mehr Auto, okay? Oder LKW oder sowas. Dann, das ist älter als ich. Die ist älter, ja, das glaube ich auch. Und ich habe einen Kaktus, der ist definitiv älter als du, der ist nämlich über 30, würde ich mal sagen. Und meine andere Megapflanze da hinten auch, die ist, glaube ich, schon 35 oder so. Aber sieht ziemlich jung aus. Dann kommt Linda. Genau, und dann Bartek. Hier sagt man Entlassung aus disziplinarischen Gründen. Ja, das kann man bei uns auch sagen. Was ist das hier? Kikik Chai. Was ist das? Aha. Ah, okay. Oregano. Echt? Oregano-Tee. Bei mir ist Oregano immer im Essen. Und dann das nächste. Fritz-Erler-Schule ist mein Bruder. Oh, cool. Super. Das ist alles in Pforzheim, oder? Aha, dann geht's weiter hier. No Limit schreibt hier, ich würde gerne bis 8 Uhr, was, bis 8 Kfz, Cola, Chips, Hamburger essen und trinken, 16 Uhr aufstehen, das Beste. der beste Lebensstil der Welt. Aha, Dankeschön. Als ein Wort, aber da habe ich Frage gestellt, wurde bestimmt eine Fun. Nein, nein, das war keine Fun-Frage, das war eine echte Frage, glaube ich. Version ist zwei Wörter oder so. Deswegen frage ich gerade. Dann guten Abend. Ja? Und dir auch, genau. Und dann ja, dir auch, genau. Oder euch beiden. Dann guten Abend. Hallo Lella. Dann kommt als nächstes hier Maugejata. Ja, echt, man muss nur den Vorgesetzten anrufen oder seinen Vorgesetzten anrufen. Ja? Dann gibt uns Erfahrung. Ja, ja ein bisschen. Dann kommt Linda, aha, interessant. Und Munir, aha, was ist das da? Sûr de soi. Ja, genau, sûr de soi, Mem. Genau, richtig, richtig, richtig. Aha. Ja, genau, richtig. So ist besser. Dann, Awel, hallo, servus, guten Abend. Genau. Und ja, genau, ich habe ganz vergessen, sûr de soi, Mem oder sûr de soi. Aha, ja, genau. Dann, Nurjan, genau, Samen geht's besser. Dann das nächste, Ahmed, herzlichen Dank. Okay. Ja, das war aber noch keine so tolle Erklärung, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, ich bin kein Spezialist für so etwas. Dann, Kekel, geht's dir besser? Dann kommt Marwan als nächstes. Hier, anstatt ins Bett zu gehen, bin ich bis 4 Uhr aufgeblieben und habe Computer gespielt. Ja, so wie ich gestern ungefähr. Dann, Ariane ist weg und Nabila ist hallo, Servus und Nurkis. Ich brauche online B2. Also kennst du schon dieses Material hier? Wenn du Lust hast, du kannst da mal gucken und dann kannst du mir nochmal schreiben, okay? Wo bist du denn? Also in welchem Land bist du? Bist du in Deutschland oder wo bist du? Dann Bartek, hier Margojata, ja, das stimmt. Aber wenn diese 4 Tage vorbei sind, kann man trotzdem nicht zur Arbeit gehen, dann hat er berechtigt kündigen. Ja, echt? Ja, oder einfach mal krank sein, Bartek. Einmal. Aber nicht für Urlaub. Dann, nein, Bartek, ja, es stehen 4 Tage in jedem Jahr zur Verfügung. Echt? Echt? Wow. Also, das gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht. Dann, mein Netzwerk kommt und geht. Es ist so schlecht. Oh Gott, das ist aber schlecht. Dann, aber das ist einfach, weil die Leute immer Netflix gucken, glaube ich. Bestimmt deine Nachbarn. Dann Savin, danke schön, Nurcan. Mir geht's auch gut, okay. Dann, ja, einverstanden, genau. Dann Kekel, danke, Nurcan. Es ist besser, genau. Dann Kekel, nein, leider, aber ich habe einen Balkon. Aha. Dann kommt, das haben Sie als Schüler eigentlich auch Blödsinn gemacht, wenn ja, was? Upf, ja, natürlich, wie alle halt. Ja, das Übliche, was man halt so in der Schule macht, Jesse. Aha. Dann Sau schreibt hier als nächstes. Ich bin in A2, nicht ich spreche. Was mache ich? Was mache ich? Ja, was heißt Blödsinn gemacht? Wir haben nur Blödsinn gemacht, glaube ich. Dann solche Schüler will ich nicht als Schüler haben, wie mich. Dann interessant immer mit ihnen neuer Wortschatz zu lernen, neuen Wortschatz zu lernen. Aha. Also es
interessant, immer mit Ihnen neuen Wortschatz zu lernen oder neue Wörter zu lernen, kannst du auch sagen. Dann, Herr Alex, können Sie ein Video machen über Konjunktionen, damit es besser kann. Leila, ich habe sowieso schon viele gemacht. Was brauchst du denn genau? Du musst nur oben eigentlich eingeben, leilalongor.org und dann Konjunktionen. Es gibt viele, viele Beispiele, Leila. Welches Thema suchst du denn genau? Dann, ich will nicht aus disziplinarischen Gründen von hier rausfliegen. Rausfliegen. Ohne zu, Margoshata. Will ohne zu. Linda, yep. Und Nabila schreibt hier, ich sehne mich sehr nach meiner Heimat, nach meiner Heimat, die ich seit 2 Jahren nicht gesehen habe. Die. Also es ist die Heimat, die ich seit 2 Jahren nicht gesehen habe. Woher kommst du denn? Aus Marokko oder woher kommst du? Dann kommt als nächstes hier Nurjan, Savin, hier, ja, ist klar, genau, wir sind hier eine Familie geworden, ja klar, jeder kennt jeden jetzt. Dann, das Internet in Deutschland ist schlecht überhaupt, keine Ahnung warum, ja, das weiß ich auch nicht, deutsches Internet ist nicht so eine Spezialität, würde ich mal sagen, es ist langsam, dann, ja, das ist halt so, Dann, Ahmed schreibt hier, ich habe im Radio gehört, dass heute in Deutschland Lockerungen gibt, damit die Leute verreisen können, oder? Ja, ich glaube, ja. Also, keine Ahnung, ich weiß das nicht so genau, aber ich denke, ja. Ich muss mal meine Nachrichten angucken. Dann kommt das nächste hier, Kekel, das freut mich. Oh, Sabin, super nett, danke. Dann kommt hier als nächstes Leila. Ja, Dankeschön, ich suche danach, Du kannst mir auch einen Link, du kannst auch unten einen Kommentar schreiben in dieses Video und ich schicke dir einen Link, das geht auch. Dann hier, es gibt in Polen Menschen, die nur zum Arzt gehen, weil sie eine Krankschreibung brauchen, obwohl sie gesund sind. Das gibt es in Deutschland auch, Bartek, davon kenne ich einige. Dann A aus Algerien, okay, also Nabila ist aus Algerien. Ja, da gibt es wenigstens Sonne und Strand. Dann hier, wir haben eine Vertretungslehrerin immer einen Namen getauscht. Ja, natürlich. Ja, das ist so ein Klassiker. Wir hatten Schneeballschlacht im Klassenzimmer, das war auch lustig. Danach gibt es mega Ärger. Dann hier, ich freue mich sehr, dass wir sie haben. Ich freue mich sehr, dass wir sie haben. Dass wir sie haben. Danke. Dann kommt als nächstes No Limit. Danke für das Wort. Hervorragend. Ja, genau. Hervorragend ist super. Ich habe nicht oft benutzt. Das klingt gut. Ja, hervorragend klingt toll. Also das ist wie super. Dann, nachdem ich Deutsch gelernt hatte, habe ich eine Arbeit angefangen. Oder habe ich angefangen zu arbeiten, so klingt es noch besser. Dann kommt Linda als nächstes. Ich bin der Ansicht, dass wir schlafen sollten. Ja, dann mach das mal. Also ich nicht, aber okay, mach das mal. Dann Albara. Hier, beantworten. Oh, Antwort ist das Nomen. Antwort ist das Nomen. Ich antworte dir, ich beantworte die Frage. Beantworten mit Akkusativ, antworten mit Dativ. Und Antwort ist ein Nomen, großes A. Dann die Antwort. Dann ich habe, was, Sie haben mir echt geholfen. Bei Mathe, ich danke Ihnen. Oh, cool. Ja, aber das waren ja nur so ein paar wenige Aufgaben. Dann, ich werde mich nicht mehr darüber streiten, weil ich aus disziplinarischen Gründen von hier nicht rausfliegen will. Ja, tust du auch nicht. Dann das nächste, Bartek. Solche Mitarbeiter wollen nicht zur Arbeit gehen, weil sie ihren Job hassen. Ja, oder einfach nur faul sind. Die hassen vielleicht den Job nicht, die sind einfach nur stinkfaul. Dann Kekel als nächstes hier. Nurjan, wo wohnst du? Ich schicke dir Oregano. Ja, den habe ich auch zu Hause. Dann, was ist das da hier? Hervorragend, bitteschön. Also Kekil und Nurjan, wenn ihr E-Mails austauschen wollt, dann schickt mir beide bitte eine E-Mail, dann schicke ich es euch weiter. Nicht hier im Chat machen, weil das ist, da gibt es immer so viele verrückte Leute. Ich gebe euch einfach die Kontakte dann, okay?
weil hier gibt es zu viele Verrückte. Dann hier. Oder ich habe mal ein Papierflugzeug aus dem Fenster geschmissen. Das ist der Lehrer. Ja, oh mein Gott. Ja, super. Ja, wir haben das irgendwie aus dem Fenster mal irgendwie so 50 oder 100 Stück rausgeschmissen. Der ganze Garten war weiß. Voll gemüllt. Dann meine Hände wollen auch schlafen. Aha, gute Nacht, tschüss, no limit, servus. Und Ahmed Schad hier als nächstes. Was ist das da? Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen. Servus, gute Nacht, Ahmed. Dann Linda als nächstes hier. Tschüss, no limit, schöne Träume. Aha. Und was ist das da hier? Tschüss, bis morgen, servus. Also morgen geht es wieder früher los. Morgen fangen wir wieder um 10 an. Dann No Limit gleichfalls. Aha. Und Halima schreibt hier, gute Schlaf. Aha. Und gute Nacht, ich bin müde. Ja, ich würde sagen, jetzt hören wir dann alle auf. Es ist wirklich spät. Dann Nurjan, Kekel, das ist nett von dir. Aha, dankeschön. Mhm. Dann kommt Bartek als nächstes. Aha. Wie heißt Wie heißt fachlich in Deutschland diese sofortige Kündigung? Fristlos. Du sagst fristlos, fristlose Kündigung. Kündigung. So, fristlos. Frist ist eine Zeit und fristlos ist ohne Zeit, also sofort weg. Dann, Herr Alex, wann schlafen Sie? Ja, jetzt, dann bald. Dann, Sabur, gute Nacht. Aha. Und tschüss, Fusai. Servus. Und Kekel, nee, Alex, wenn wir Kontakte haben, dann schreiben wir Türkisch. Okay, alles gut. Auch kein Problem, das passt schon. Aha. Dann Deutsch lernen mit Spaß. Okay, also kein Türkisch schreiben, das geht nicht. Dann Marwin schreibt hier als nächstes, befristetes Angebot. Ja, das ist für kurze Zeit, genau. Befristet ist mit kurzer Zeit und fristlos ist ohne Zeit. Aha. Genau, richtig. Du sagst auf Deutsch die Frist. Aha, die Frist. Die Frist ist eine Zeitspanne, eine Periode, okay? Mhm. Also die Frist. Zum Beispiel, du hast einen befristeten Arbeitsvertrag. Befristet. Aha, befristet. Und unbefristet. Unbefristet. Ich weiß nicht, Munir, bist du noch da? Das ist auch ein neues Wort für dich. Dann kommt Magushata. Aha, Faulheit, das ist vielleicht auch eine Krankheit. Ja, das kann man so sagen. Einfach faul. Dann ist das Thema zu Ende. Naja, wir sind nie zu Ende, Albada. Aber du kannst einfach ins Bett gehen. Dann Jesse. Aha, oder die Jungs haben Geografie zu Gartenstände. Okay. Ja, natürlich. Und blödes Zeug aufgehängt. Und Dinge geschmissen. Und so weiter. Und vom Stuhl gefallen. Dann Bartek, aha, dann und diese fristlosen Kündigungen kann man in einer Minute auf der, ja, richtig, genau, das ist das. Mhm. Bartek, genau so etwas. Mhm. Das kann man von einer Minute auf die andere bekommen, aber da braucht man auch einen Grund dazu. Aha. Also ich finde es gut, dass Sie sich nicht für Politik oder so etwas interessieren. Ich bemerke, dass nette Leute immer nichts mit Politik zu tun haben. Ja, also das Problem ist, ich interessiere mich, Munir, aber das Problem ist, dann haben wir hier nur einen großen Streit und das wollen wir gar nicht haben. Und Politik nervt sowieso einfach. Das ist einfach nur ein blödes, nerviges Thema. Das ist privat und das gehört gar nicht hier in unseren Chat rein. Das ist ein Deutsch-Chat, Munir. Aha. Und das ganze andere Zeug auch. Dann schreibt hier Ebert, hallo, servus, oder was ist das? Ebert, aha, Sarafa wahrscheinlich. Dann, hi, servus, guten Abend. So, jetzt würde ich sagen, jetzt kommen wir dann langsam mal zu unserem Ende. Und ja, dann können wir nämlich ins Bett gehen. Und Adrian schreibt hier als nächstes, ich möchte nicht schlafen, weil Ihr Unterricht sehr interessant ist. Aha. Oh, das freut mich, das ist cool. Dann Kekel, ich habe... vornehmen, bis ich flüssig Deutsch... Ah, ich habe mir vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen. Vorgenommen. Hier weiter zu lernen, bis ich flüssig Deutsch spreche. Aber du sagst normalerweise fließend. Fließend. Kekel. Fließend Deutsch. Fließend Deutsch. Aha. Fließend Deutsch. Aha. Unbefristeter Vertrag, nicht Vortrag, Vertrag, Vertrag.
Vertrag ist ein Kontra und Vortrag ist eine Präsentation. Okay, alles gut. Dann, ich kenne, ja, genau, perfekt, dann ist es gut. Jetzt kennst du auch noch Vortrag und Vertrag. Aha. Dann kommt das nächstes hier, Maugeschata. Ich habe eine andere Bedeutung auf Deutsch. Faul ist richtig. So, wenn man faul ist, ja, genau, zu einer faulen Person, richtig. Wenn man faul ist, dann wird man zu einer faulen Person, richtig. Du kannst auch sagen, fauliges Obst. Dann kaufen und einkaufen, Albara. Also, ich kaufe es und ich kaufe ein. Mit kaufen kommt noch ein Pronomen oder ein Objekt. Und einkaufen allein ist normalerweise immer für Essen im Supermarkt. Hier, man kann deine Mitteilung man kann deiner Mitteilung entnehmen, besonders auf dieser sozialen App. Nein, ich habe nicht verstanden. Sorry, kannst du nochmal schreiben? Dann, ja, ich meine Vertrag. Ja, genau, richtig. Ja, ich habe schon verstanden, aber es war trotzdem falsch geschrieben. Dann, Arian, vielen Dank für alles. Und das nächste hier, gute Nacht. Super, Dankeschön, Kirje. Danke sehr. Dann, Vortrag ist wie eine Präsentation. Ja, genau, richtig. Ein Referat. Ja, genau, richtig. So ein Tippfehler. Ja, ich weiß. Alles gut. Dann, Bartek, ich schicke an Sie herzliche Verbeugung. Genau, und danke, falls Sie mich aus diesem Chat hier fristlos entlassen wollen. Dann sagen Sie es zumindest, warum. Keine Lust. Ja, klar. Aber ich glaube, keinen von euch schmeiße ich raus. Dann das nächste hier. Ja, das meinte ich nur. Es gibt nur so ein paar wenige Tabus hier, Bartek. Du darfst niemand beschimpfen und nicht zu viel blöde Politik und nicht zu viel blöde Religion, okay? Weil das immer nur Streit gibt, okay? Einfach höflich sein, ein bisschen nett sein, dann ist alles gut. Dann hier, Albara, ich kaufe im Supermarkt ein. Ich kaufe einen Kuli. Ja, genau, perfekt. Super, Albara, genau so. Und Omer, ich lasse mein Handy auf dem Tisch liegen. Oder ich lasse es auf dem Tisch, das passt schon. Aber du könntest noch ein Liegen dazu schreiben. Das ist super. Genau. So, jetzt kommen wir, glaube ich, mal zum Ende. Und dann ist es gut. Dann, Herr Lehrer, das freut mich sehr. Wissen Sie warum? Weil, was Sie sagen, dann verstehe ich, glaube ich, die deutsche Sprache. Ja. Ist fertig. Aha. Ja, genau. Also, wenn du alles verstehen kannst und alles schreiben kannst, dann ist dein Deutsch perfekt, dann brauchst du ja gar nicht mehr mitmachen. Oder einfach nur aus Interesse, dann passt das auch. Nicht so schlecht. Auf alle Fälle haben wir im Gegensatz zu vielen anderen Leuten die Zeit hier relativ sinnvoll genutzt, so im letzten Jahr, weil viele Leute sind nur abgehangen und haben getrunken oder irgend sowas und wir haben immerhin Deutsch gelernt. Das ist schon mal viel besser als viele, viele, viele andere Leute. So, und jetzt würde ich sagen, gute Nacht allerseits, Servus, wir sehen uns morgen. Morgen geht es ungefähr, wir schlafen jetzt, oder? Ja, genau, also wir gehen jetzt mal alle ins Bett, wir schlafen jetzt, oder klingt ein bisschen komisch, Sabin. Ja? Dann sind alle, gute, danke schön. Also sie sind, und du sagst Lehrer, ja? Lehrer, sie sind. Dankeschön. Und dann hier, ich schicke dir eine Blume. Dann kommt Nurtan. Das ist das, was ich bei Ihnen am besten finde. Sie lösen Probleme von der Wurzel. Genau, verstehen Sie, was ich meine? Ja, genau, richtig. Genau. Von der Wurzel her. Ja, genau. Das, solches blödes Zeug darf man einfach gleich gar nicht anfangen, weil sonst gibt es nur Ärger. Ich glaube, das haben wir fast alle hier verstanden. Dann gute Nacht. Tschüss. Ciao, Jesse. Und Savin, tschüss, servus, bis dann. Safa, gute Nacht, servus, bis morgen. Also morgen geht es ungefähr um 10 Uhr wieder los, vielleicht auch ein bisschen früher. Je nachdem, wie der Regen zuschlägt morgen. Wenn es mehr regnet, dann geht es ein bisschen früher. Dann kann ich nämlich nicht rausgehen. Dann, aber ich möchte noch mitmachen.
Weil ich deutsche Bücher noch nicht verstehe. Ah, weil ich noch keine deutschen Bücher verstehe. Noch keine. Dann, okay, gute Nacht und bis morgen. Schlafen Sie gut. Genau, träumen Sie süß und bleiben Sie gesund und warme Füße. Oder wie heißt das immer? Dann, Adriana, Dankeschön und gute Nacht. Omer, Servus. Nosat, Servus, gute Nacht. Ich schlafe gerne. Genau, mit einer schönen Stimme. Mit, nicht auf. Mit. Genau, dann geht's weiter. Der Weihnachtsmann gibt der Frau ein Geschenk. Ja, genau. Schenkt der Frau ein Geschenk. Gibt oder schenkt oder bringt oder was auch immer. So, also gute Nacht, Leute. Wir sehen uns morgen. Tschüss, Nurcan. Tschüss, Margoschata. Tschüss allerseits. Savin, Servus. Bitteschön. Aha. Kein Problem. Geduld und Mühe und alles ist gut und kein Problem. Und gute Nacht. Servus, Leute. Und irgendwann, wenn alles wieder normaler wird, müssen wir uns alle mal treffen. Aber das wird sehr, sehr lange noch dauern, bis alles wieder völlig normal ist. Dann, sobald ich die Kinder im Kindergarten bringe, gehe ich zum Einkaufen. Genau. Aha. Tschüss, bis morgen. Ciao, ciao. Servus, Leute. Safa, Arian, servus. Gute Nacht. Servus. Tschüss, Leute. Ciao, ciao. Und bis dann. Fasana. Ja, Herr Lehrer spricht ganz klar und ohne Aspekt, Akzent. Ja, in der Schweiz sprechen die Leute Akzent. Ja, Akzent, Fasana, Akzent. Ja, so, ohne Akzent. Ja, ich gebe mir Mühe, sonst kann mich ja keiner verstehen hier. Saul, Servus, gute Nacht. Fasana, Nurcan, Servus. Igeciler, Servus allerseits. Leila, gute Nacht. Omer, gute Nacht. So, also, ich bin weg. Bis dann, tschüss. Ciao, Savin. Was, wer hat Mathe erfunden? Ich nicht. Dann das Nächste. Die richtige Satzstellung ist immer noch eine Herausforderung. Genau, wir brauchen Tikamulu. Dann liebe Grüße, dann tschüss, servus, Munir. Obwohl ich schon gute Nacht gesagt habe, möchte ich mich noch einmal bei Ihnen bedanken. Ja, danke schön und bitteschön, kein Problem. Und wir sehen uns morgen. Also, bitteschön. Also, wie gesagt, das Ganze hier ist sowieso mein Hobby und dann passt das schon. Deswegen auch diese seltsame Uhrzeit zu dem Ganzen hier. Also, ciao, ciao, Leute. Fasana, Savin, tschüss. Simon, tschüss, servus. Bis dann.